Gnade unseres Herrn Jesus Christus, Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, woher weiß ich eigentlich, welche die richtige Tür ist? Und was ist, wenn ich durch die falsche Tür gehe in meinem Leben? Ob es die Frage nach dem richtigen Beruf ist, das wird euch irgendwann treffen, ihr Kinder, wenn ihr überlegen müsst, wo geht's hin? Oder ein bisschen später vielleicht nach dem richtigen Ehepartner? Oder ob ich frage, kaufe ich mir irgendwann ein Haus oder bleibe ich lieber in der Wohnung auf Miete wohnen? Oder auch so fragen, wo kaufe ich am besten, am günstigsten und auch am nachhaltigsten ein? Alles Fragen, die unser Leben betreffen. Und überall kann man auch falsche Entscheidungen treffen. Bis hin zu der Frage, will Gott, dass ich zum Beispiel in einer schwierigen Situation durchhalten soll, weil ich daran wachsen werde? Oder will er, dass ich mich besser dieser Situation entziehe, damit ich glücklich bleibe und bin? Manchmal ist das gar nicht so leicht zu entscheiden im Leben. Wie entscheide ich mich richtig? Welche Tür wähle ich? Und gerade bei komplizierten oder auch sehr großen Entscheidungen unseres Lebens tun wir uns oft ganz besonders schwer. Da wüsste man doch schon am liebsten vorher, wie sie ausgehen, diese Entscheidungen. Da hätte man am liebsten jemanden, der einem ganz klar sagen kann, wie man sich zu verhalten hat. Der einem sagt, jetzt geht er durch, es wird schon gut werden. Deshalb, denke ich, ist es auch kein Wunder, dass Menschen vieles daran setzen, um aus einer beängstigenden Ungewissheit möglichst schnell hinauszukommen. Wenn die eigene Kraft nicht mehr zu reichen scheint, um sich aufrechtzuhalten, werden oft fremde Kräfte besonders verlockend. Leider suchen dann auch viele Zuflucht bei übernatürlichen Quellen. Und das ist in unserer Zeit richtig inflationär mittlerweile. Man muss mal ins Internet schauen, dann gibt es richtige Seiten für Hellseherei oder die Hellseher-Hotline. Horoskope ist ja nur so ein Nebending. Aber ganz viele Formen der Zukunftsdeutung werden angeboten. Karten legen, im Fernsehen sogar, es gibt einen eigenen Kanal dafür. Das Ganze ist aber interessanterweise nicht nur ein Phänomen unserer Tage. Nein, seit uralter Zeit suchen Menschen etwas über die Zukunft zu erfahren, um zu wissen, welche Entscheidung sie treffen sollen. Sie haben es mit aus der Hand lesen probiert oder aus Teeblättern lesen oder Kaffeesatz. Du hustest jetzt nur, du bist nicht getroffen. Ich habe schon. Ja, ist klar. Oder mit dem Deuten der Sterne, Sternzeichen, ist ja auch heute noch, Tierexkremente, sie haben Orakel gefragt und vieles andere. Und auch die Bibel weiß davon zu berichten, unter anderem in der Geschichte von Saul, dem ersten König von Israel. Wir hörten eben von seiner Benennung zum König in der Lesung. Der biblische Text heute steht allerdings am Ende seiner Zeit. Ich lese aus 1. Samuel 28, die Verse 3 bis 25. Zunächst hören wir aber nur die ersten Verse. Samuel aber war gestorben, und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Lande vertrieben. Als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei Shunem, versammelte Saul auch ganz Israel, und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Aber als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr. Und er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Loslicht, noch durch die Propheten. Da sprach Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Männer sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die kann Tote beschwören. Liebe Gemeinde, wir erfahren hier nun zunächst, dass Saul eine Frau sucht mit übernatürlichen Kräften.
die Zugang zum Land der Toten hat, wie man sagt. Das heißt, die die Fähigkeit besitzt, zwischen dem Leben hier und dem Leben dort zu vermitteln. Er sucht jetzt in einer bestimmten Situation nach solch einer Frau, obwohl er eigentlich ursprünglich niemals dorthin gegangen wäre. Er hatte die toten Beschwörer alle aus dem Land vertrieben. Was ist passiert? Als junger Mann wurde er, wie wir das eben hörten, von dem Propheten Samuel zum König gesalbt. Allerdings, ihr habt den Unterton eben beim Text gehört, das war eigentlich schon gegen Gottes Willen. Denn das Volk wollte einen König, wie alle anderen Völker ringsherum, und wollte nicht nur den Herrn jetzt alleine an seine Spitze wissen. Und Gott ist mit durch diese Tür gegangen und hat gesagt, okay, wenn ihr einen wollt, dann suche ich einen aus. Und als es dem Saul noch gut ging, als er noch ein erfolgreicher König war und er hat viele Siege ringsherum Israel gewonnen, da hatte er auch alle Wahrsagerinnen, Totenbeschwörer und Zauberer aus dem Land gewiesen. Und das deshalb, weil ihm das Gesetz Gottes sehr wichtig war. Er war sozusagen fromm gewesen. Und so heißt es nämlich auch im Gesetz, 2. Mose 22, ihr sollt euch nicht wenden zu Geisterbeschwörern und Zeichendeutern und sollt sie nicht befragen, dass ihr nicht unrein an ihnen werdet. Also daran hat er sich gehalten und alle aus dem Land vertrieben. Aber inzwischen war viel geschehen. In vielen schwierigen kriegerischen Situationen war Saul in Zwickmühlen geraten und hatte sich dann nicht nach dem Willen Gottes entschieden. Das Volk stand immer weniger hinter ihm und seinen seltsamen Entscheidungen. Stattdessen gewann sein Rivale David mehr und mehr an Beliebtheit. Für den wohl ohnehin an Depressionen leidenden Saul war dies kaum auszuhalten. So versuchte er David nach dem Leben zu trachten. Wir kennen die schlimmen Erzählungen. Und sein eigener Sohn dann auch noch, Jonathan, vereitelt sein Vorhaben und hilft stattdessen David, seinem Feind, bei der Flucht. Und nun sieht sich Saul einem riesigen Heer von Feinden gegenüber. Die zahlenmäßige und auch von ihrer Rüstung her, die Philister waren technisch nämlich super ausgerüstet, weit den Israeliten überlegen waren. Und vielleicht müssen wir uns im Moment in so eine Situation reindenken. Glücklicherweise haben wir das nicht selber, dass wir jetzt vor Feinden stehen. Aber wenn wir Bilder aus dem Fernsehen sehen, und zwar sehr reale, wissen wir, was es bedeutet, dass Feinde nur mit Bomben und sonstigen Dingen angreifen. Da rutscht einem das Herz in die Hose. Auch dem Größten, er war ja körperlich der Größte, dem kann es dann Angst und Bange werden. Zumindest erschrickt Saul zutiefst. Was soll nur jetzt geschehen? Was soll er machen? David war nicht mehr da, der einst ja dem Goliath, einem großen Philister, so mutig entgegengetreten war und den Sieg für Israel einbrachte. David war also nicht mehr da. Aber auch Samuel, der Prophet, war nicht mehr da. Der Altehrwürdige, der ihn im Auftrag Gottes zum König gesalbt hatte und immer wieder ihm auch gesagt hat, was Gottes Wille für die jeweilige Situation war. Samuel war gestorben. Und so versucht Saul etwas zu tun, was wir alle tun. Also ich denke, wir, die hier sitzen, in der Not befragen wir Gott. Herr, was soll ich jetzt tun? Doch, und das ist das Fatale an dieser Stelle, Gott schweigt auf allen Kanälen. Kein Traum für ihn, kein Prophetenwort, noch nicht einmal das bewährte Losverfahren erhält die Situation für Saul und sein Heer. Und da, in höchster Not und Verlassenheit, als er sich mit der eigenen Kraft völlig am Ende sieht, beschließt Saul, seine Skrupel zu überwinden und die Kraft einer Hellseherin in Anspruch zu nehmen. In höchster Not. Das ist das, was Saul antreibt und auch das, was uns manchmal antreibt.
Entscheidungen zu treffen, ist nämlich unter Umständen sehr aufreibend. Stimmt's? Gerade schwierige Entscheidungen. Und manchmal suche ich gar nicht nach Gottes Willen. Oder? Sondern vielmehr eine Garantie dafür, wie die Sache ausgeht, damit die Verantwortung für die Entscheidung nicht nur auf meinen Schultern liegt. Saul will nun hier von der Frau keine Zukunftsdeutung. Er sucht ihren Vermittlerdienst. Er will nämlich Samuel noch einmal um dessen Rat bitten und deshalb soll sie ihn von den Toten herausholen oder, wie man sagt, herausbeschwören. Ich denke, dass sich mancher von uns so etwas durchaus auch schon mal gewünscht hat. Noch einmal einen vertrauten Menschen zu sprechen, obwohl er schon bei den Toten ist. Noch einmal dessen Rat zu hören, wie es vielleicht nur mit den Kindern weitergeht oder den Enkeln oder dem Haus oder den Finanzen. Wenn man plötzlich Witwe oder Witwer ist, dann wünscht man sich schon, dass man den anderen nochmal fragen kann. Auch das, finde ich, ist bei Saul absolut nachvollziehbar. Ich möchte noch einmal den Propheten sprechen, der mir vielleicht doch irgendwie den Weg weist. Aber wie auch bei uns, ist dieser Wunsch am Schweigen des Todes abgeprallt, wie an einer Mauer und schmerzhaft zerbrochen. Aber Saul will es nun unbedingt doch versuchen. In der Nacht, heißt es, und verkleidet, macht er sich mit zwei Begleitern auf, um diese Frau zu besuchen. Warum verkleidet? Sicherlich nicht nur, um vor der Frau seine wahre Person zu verbergen. Zumal diese, wenn sie wirklich Hellseherin ist, das bestimmt durchschaut hätte. In erster Linie ist es sicherlich die Angst, unterwegs als König erkannt zu werden. Und zwar nicht von seinem eigenen Volk, sondern von den Philistern. Warum? Der Weg nach Endor, von der Stelle, wo er jetzt ist, geht an Shunem, dem Lager der Philister, vorbei. Also deswegen auch in der Nacht. In der Nacht gelangen die Männer nun zu der Felsenhöhle der Totenbeschwörerin. Und nachts, wo gewöhnliche Augen kaum noch etwas sehen, soll diese Frau nun tief in das Schattenreich schauen und Samuel rufen. Die Frau, von Anfang an misstrauisch und ängstlich, erkennt nun an dieser Bitte sofort König Saul. Alle Maskerade umsonst. Und weil sie weiß, dass Saul früher ihresgleichen vertrieben oder gar umgebracht hat, fürchtet sie sich nun davor, in eine Falle gelockt zu sein. Höchstpersönlich vom König Saul überführt. Und was macht sie? Wer kennt die Stelle? Sie schreit wie wild. Man kann sich also hier eine schreiende Frau vorstellen. Und erst Saul schwur beim lebendigen Gott, macht sie sicher, dass er sie nicht in eine Falle gelockt hat, sondern tatsächlich um Hilfe bittet. Und da gewährt sie ihm seinen Wunsch. Samuel steigt auf aus dem Totenreich. Die Bibel bestreitet hier übrigens nicht, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die mit dem Verstand nicht zu fassen sind. Sie erkennt an, dass es tatsächlich magische Kräfte gibt. Ja, dass es tatsächlich möglich ist, Tote aus ihrem Grab zu rufen. Aber sie zeigt nun auch sehr gerne die Grenzen, die selbst diesen Kräften gesetzt sind. Dazu auch diese Geschichte und diese Begegnung. Samuel fragt den in Ehrfurcht niederfallenden Saul nun Folgendes. Warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässt? Saul sprach, ich bin in großer Bedrängnis. Die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Samuel sprach, warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hand der Philister geben. Morgen wirst du
mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch wird der Herr, das Heer Israels, in die Hand der Philister geben. Samuel gibt Saul nicht den Rat, den er sucht. Im Gegenteil, die Antwort verstärkt nur noch die Ängste, treibt ihn nur noch mehr in die Nacht der Verzweiflung. Als ich Ikarin war in Mettmann, da hat meine, also ich glaube, das war sogar eine Konfirmandin gewesen, in eurem Alter, eine junge Frau, nach einer Konfirmandenstunde mich zum Gespräch gebeten. Sie wollte mir was erzählen. Ich glaube, da hatten wir auch das Thema Okkultismus und sowas. Und dann erzählte sie mir, dass sie bei so einer Runde dabei war, wo es um Pendelei ging. Und bei einem Abend, bei so einem Pendel-Meeting und der Frage, wer wird als nächstes sterben, zeigte das Pendel auf sie. Und ich weiß nicht, ob sie sogar wusste, wann oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte die unheimliche Angst. Und dann erzählte sie mir, dass sie tatsächlich nachts manchmal den Schrank auf sie zuhüpfen sehen würde und denken würde, der fällt jetzt bald auf mich. Ich war damals noch jung, wusste überhaupt gar nicht mehr richtig zu helfen. Ich habe dann nur gedacht, glaubensmäßig würde Gott sagen, ich muss dich jetzt befreien. Also freisprechen von dieser bösen Macht. Das habe ich auch gemacht. Und ja, die ist dann auch noch in einer psychologischen Beratung, aber hat unheimlich lange, ich glaube jahrelang, mit dieser Angst gekämpft. Und in so einer Situation müsst ihr euch jetzt Saul vorstellen. Und ist bei dem schon am nächsten Tag eingetreten. Aber der kriegt jetzt gesagt, nix, du wirst morgen sterben. Saul findet das Gegenteil von dem, wonach er sich sehnt, weil er für die Zukunftsweisung an der falschen Tür klopft. Wer sich auf dunkle Mächte einlässt, wird sein eigenes Leben nur noch mehr verfinstern. Das habe ich damals bei den Mädchen gesehen und bei manchen, die sehr stark mit Horoskopen sind, auch manchmal heute noch in der Seelsorge. Sie bieten keine letztgültige Lebensorientierung. Saul muss erkennen, in das Totenreich mag die Kraft von Menschen vielleicht noch reichen, aber am lebendigen Gott hat sie ihre endgültige Grenze. Gott lässt sich nicht zwingen, auch nicht mit durchaus wirksamen magischen Kräften. Gott bleibt der Herr über alle Mächte und Gewalten. Diese biblische Einsicht erhält Saul schmerzhaft bestätigt. Es gibt einen Unterschied zwischen Glauben einerseits und Magie bzw. Aberglauben andererseits. Mit Aberglauben versuche ich, eine übernatürliche Kraft dazu benutzen, um meine eigenen Ziele zu erreichen. Martin Buber sagt mal, Magie will wirken, ohne in die Beziehung einzutreten. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zusammenfassen. Magie übt Künste im Leeren. Magie vermittelt uns Wissen, wo es kein Wissen gibt. Mit dem Aberglauben versucht man, das Übernatürliche vor den eigenen Karren zu spannen. Glaube dagegen ordnet sich Gottes Plan unter. Für Saul jedenfalls bricht die letzte Hoffnung zusammen. Und er selbst fällt, wörtlich zitiert, der Länge nach, und er war ja groß, zu Boden, und gerät in furchtbare Furcht über die Worte Samuels. Auch ist keine Kraft mehr in ihm, heißt es, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht noch nichts gegessen. Übrigens, erst jetzt, wo er da so am Boden liegt, wird die Frau für Saul zu einer wirklichen Lebenshilfe, zu einer echten menschlichen Hilfe. Es heißt, wie eine Mutter ermahnt sie ihn zum Essen und schlachtet sogar ein Kalb für ihn, um ihm mit leckeren Speisen Appetit zu machen. Nicht als Frau, die über menschliche Grenzen hinwegzusehen vermag, sondern als eine Frau, die ins menschliche Herz hinausschauen kann, stärkt sie ihn für sein bevorstehendes Ende.
Ich finde das eine ganz rührende und berührende Geschichte. Mitten in der dunkelsten Nacht in Sauls Leben zündet sie mit ihrer ganz schlichten Menschlichkeit ein kleines Licht an. Ein flackerndes, wärmendes Hoffnungszeichen für den verworfenen Saul. Wir Bibelleser wissen, die Zeit des Königs Saul ist vorbei, daran ist nichts mehr zu ändern. Er wird untergehen, David ist der Mann der Zukunft. Und auch die Wahrsagerei bringt nichts anderes zutage als diese schlichte Wahrheit. Unser Predigttext zeigt uns, wie wenig wir unsere eigene Zukunft in Händen haben oder in Besitz nehmen können. Weder durch Horoskope, noch durch okkulte Sitzungen, Pendelversuche oder Tarotkarten oder was es sonst noch alles gibt. Das sind auf jeden Fall Türen und Wege, die uns von Gott wegführen. Übrigens, und das ist mir jetzt noch ganz wichtig, kann auch in der Glaubenspraxis Aberglaube eine große Versuchung sein für jeden von uns. In einem der Bücher von John Ortberg erzählte er von einem jungen Mann, der unsterblich an eine Frau verliebt war. Christ. Und dann hörte er im Radio ein Lied und dachte, als letzte Bestätigung mache ich es mal so. Es war ein tolles Lied, dass er sagte, wenn dieses Lied jetzt auch noch auf einem anderen Radiosender kommt, dann ist es die richtige. Dann hat er so weiter umgespult und tatsächlich, das Lied kam auf einem anderen Radiosender und er dachte, hurra Gott, ein Zeichen. Ja, dass das Lied in den Charts auf Platz 1 war, vergaß er. Und ein paar Tage später hat die Frau einen anderen geheiratet. Aber ihr kennt das vielleicht alle, dass man Gott mit einbezieht in seine Spielchen. Kennt ihr es? Ich kenne es schon, dass ich sage, wenn das jetzt nun ist, ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich den Weg nehmen soll. Wenn das Problem bei all diesen Sachen, und das ist diese Gratwanderung, aber glaube, es ist immer dann, wenn ich Gott vor meinen Karren spanne, damit ich in irgendeine Richtung gehen kann. Es wird erst dann die richtige Tür, wenn ich sage, Gott, geh du mit mir. Wenn die Beziehung im Vordergrund steht. Was du willst, das will ich jetzt tun. Und deswegen sollten wir als erstes nicht immer bitten, wie soll ich mich entscheiden, sondern die wichtigste Bitte, die wir als Christen haben, ist die, Herr, gib mir die Weisheit, den richtigen Weg mit dir zu finden. Und da könnte ich jetzt noch eine Predigt dran setzen, wie man das macht. Eins ist an der Stelle schon mal gesagt, kommt noch in den nächsten zwei Predigten vor. Das Ding ist, große Entscheidungen im Leben zu treffen, muss ich lernen, indem ich kleine Entscheidungen richtig treffe. Das ist nämlich Übungssache. Wer in seinem Leben die kleine Entscheidung im Alltag immer alleine bewältigt und denkt, oh, ich mache das schon, was brauche ich Gott? Der wird auch bei der großen Entscheidung nicht richtig nach Gott fragen können. Man muss es üben, ihn mit seiner Weisheit ins eigene Leben einzuladen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir auch bei kleinen Dingen im Leben nach seinem Willen fragen. Denn versuchen wir noch so viel Einblick zu nehmen und daran umzudrehen, es bleibt immer allein das Vertrauen auf unseren Gott. Wir sollten lernen, ihn immer wieder um die nötige Weisheit zu bitten. Und auch der morgige Tag und alles, was kommt, ist ja letztlich nur sein Geschenk. Und darum sollten wir vertrauen, dass er uns das Richtige schenkt, weil er es gut mit dir und mir meint. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen.